Heute ein sehr spannendes Thema, denn es geht heute darum, den Zusammenhang zwischen Fructose, also Fruchtzucker, und der Entstehung von Krebs offenzulegen. Fructose galt lange Zeit als gesunde Alternative zu herkömmlichen Haushaltszucker und wurde sogar explizit Diabetikern empfohlen. Das lag unter anderem daran, dass Fructose den Insulinspiegel nicht beeinflusst, da sie insulinunabhängig von den Körperzellen aufgenommen wird. Mittlerweile hat man aber jedoch herausgefunden, dass Fructose ironischerweise Stoffwechselstörungen wie das metabolische Syndrom auslösen kann, welches sich dann im Laufe der Zeit in Diabetes Typ 2 umwandeln kann. Diese Stoffwechselstörungen führen neben Diabetes auch zur Entstehung von weiteren westlichen Zivilisationskrankheiten wie beispielsweise Arteriosklerose, der koronaren Herzkrankheit, dem Schlaganfall und so weiter. Und sogar bei der Entstehung von Krebs spielt Fructose eine Rolle. Bevor es jetzt aber gleich um die biochemische Grundlage geht, noch ein wichtiger Hinweis: Es geht hier um isolierte Fructose und nicht um Früchte, die natürlicherweise in Obst und Gemüse vorkommt. Dazu erfahrt ihr am Ende des Videos mehr, von daher unbedingt dranbleibt, damit ihr den Zusammenhang versteht. Wir schauen uns jetzt nun mal kurz an, was Fructose eigentlich ist. Fructose ist ein Monosaccharid, also ein Einfachzucker, und hat die gleiche Summformel wie Glucose. Glucose und Fructose haben also die gleiche atomare Zusammensetzung, unterscheiden sich jedoch in der Struktur. Fructose besitzt eine Ketogruppe, weshalb sie zu den Ketohexosen gehört. Außerdem ist Fructose ein sogenannter reduzierter Zucker und die Carbonylgruppe neigt dazu, mit Aminosäuren zum Beispiel von Proteinen zu reagieren. Das führt zur Entstehung von AGEs, den Advanced Glycation End Products, die zu chronischen Entzündungskrankheiten führen können, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Im Zusammenhang mit Fructose kann Krebs ein primärer Effekt sein. Das heißt, die Fructose wirkt direkt auf der Entstehung oder das Wachstum von Krebszellen ein, indem sie von den Krebszellen auf unterschiedliche Art und Weise verstoffwechselt wird. Krebs kann aber auch als sekundärer Effekt einer erhöhten Fructoseaufnahme auftreten. Und zwar führt in diesem Fall der Fructosekonsum zu Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes oder auch zu Übergewicht, was dann wiederum das Krebsrisiko erhöht. Wir möchten uns jetzt anschauen, was dabei biochemisch in der Zelle passiert. Fructose kann über verschiedene Stoffwechselwege Substrate für Krebszellen bereitstellen, von denen wir nur zwei genauer betrachten, den Pentophosphatweg und die de novo Lipogenese. Der Pentophosphatweg versorgt Zellen mit Bausteinen für die Nukleotidsynthese und die Aminosäurensynthese. Da Krebszellen sich sehr schnell teilen, brauchen sie viele Nukleotide, um ihre DNA verdoppeln zu können. Es wurde gezeigt, dass der Pentophosphatweg die hohe Proliferationsrate von Krebszellen sicherstellt und dass Fructose dabei eine wichtige Rolle spielt. In vitro-Experimenten wurde gezeigt, dass die Gabe von Fructose die Nukleotidsynthese in Krebszellen erhöht, indem die Expression des Enzyms Transketolase hochreguliert wird. Je mehr Transketolase jetzt in den Zellen vorhanden ist, desto mehr Ribose-5-Phosphat wird hergestellt, aus welchem dann wiederum die Ribonukleotide für die DNA synthetisiert werden. Außerdem wurde festgestellt, dass der Pentophosphatweg Fructose der Glucose vorzieht. Und zwar wird Fructose mit einer 250-prozentigen höheren Rate durch den Pentophosphatweg verstoffwechselt. Durch diese Stoffwechselwege wird also die Teilung von Krebszellen durch Fructose unterstützt. Der Pentophosphatweg liefert aber nicht nur Bausteine für Ribonukleotide, sondern auch wichtiges NADPH. Dazu ist er in zwei Teilen aufgeteilt. Im nicht-oxidativen Teil entsteht das Ribo-5-Phosphat für die Nukleotidsynthese und in den oxidativen Teil das NADPH. Man hat herausgefunden, dass Krebszellen die Fructose überwiegend über den nicht-oxidativen Teil metabolisiert. Denn das hat den Vorteil, dass die Ribose-Synthese von der NADPH-Generierung entkoppelt ist. Diese Entkopplung ist dann nützlich, wenn der Nukleotidbedarf den NADPH-Bedarf übersteigt. Kommen wir nun zum zweiten Stoffwechselweg, nämlich der de novo Lipogenese. Das bedeutet die Herstellung von Lipiden aus Kohlenhydraten. Neben einem erhöhten Bedarf an Ribonukleotiden brauchen Krebszellen auch Fettsäuren, um zum Beispiel Membranlipide herzustellen. Denn die Zellen können nur schnell wachsen und sich teilen, wenn genügend Material für die neue Zellmembran vorhanden sind. Daher findet auch dieser Stoffwechselweg in Krebszellen verstärkt statt. Die Überexpression von Enzymen der Lipidsynthese ist
charakteristisch für Krebszellen. Doch welche Rolle spielt Fructose dabei? Es ist bekannt, dass Fructose in der Lage ist, diese Genexpression zu beeinflussen, indem sie Transkriptionsfaktoren aktiviert, welche wiederum dann die Expression von Enzymen für die de novo Lipogenese veranlassen. Fructose kann zudem auch selbst als Substrat für die Lipidsynthese genutzt werden. Sie kann zu Citrat verstoffwechselt werden, welches dann in Acetyl-CoA, also den Ausgangsstoff für die Fettsäuresynthese, umgewandelt wird. In Mäusen wurde gezeigt, dass Fructose vom Mikrobiom in Acetat umgewandelt wird, welches dann ebenfalls als Acetyl-CoA in die Fettsäuresynthese eingeht. Außerdem kann die Fructose auch zu Glycol-3-Phosphat umgewandelt werden und zur Synthese von Triglyceriden genutzt werden. Fructose kann also zum einen durch das Signaling und zum anderen als Substrat die de novo Lipogenese verstärken bzw. aufrechterhalten, welche ja ein wichtiger Stoffwechselweg für Krebszellen ist. Auch in gesunden Zellen kann Fructose zu einer verstärkten Lipidsynthese führen. Das Problem dabei ist, dass dabei viel NADPH verbraucht wird. Und NADPH wird als wichtiger Kofaktor benötigt, zum Beispiel um Glutathion in einen reduzierten Zustand zu halten, das heißt zu regenerieren. Ein Mangel an NADPH führt also dazu, dass die Zelle keinen ausreichenden antioxidativen Schutz mehr hat und es dann dadurch zu Schäden an der Zelle kommt, wie zum Beispiel im endoplasmatischen Retikulum. Das heißt, dort können nicht mehr richtig Proteine gefalten werden. Schäden an der DNA und den Zellmembranen und so weiter. All diese Faktoren führen zu einem inflammatorischen Zustand der Zelle und erhöhen somit wieder das Krebsrisiko. In Krebszellen ist der erhöhte NADPH-Verbrauch durch die de novo Lipogenese hingegen nicht so ein großes Problem wie in unseren gesunden Zellen, da die Krebszelle ja verstärkt den Pentophosphatweg abläuft und diese generiert im oxidativen Teil wieder NADPH, haben wir ja vorhin gelernt. Das waren jetzt mal zwei wichtige Stoffwechselwege, über die Krebszellen Fructose zu ihrem Vorteil nutzen können. Doch heißt das jetzt, dass wir kein Obst mehr essen sollten, weil es ja Fructose enthält? Nein, natürlich nicht. Denn wie am Anfang schon erwähnt, muss zwischen isolierter Fructose, wie sie in industriell hergestellten Fertigprodukten und vielen Süßungsmitteln vorkommt, und der natürlichen in Pflanzen enthaltene Fructose unterschieden werden. Isst man beispielsweise eine Aprikose, so enthält diese neben Fructose auch Glucose, was die Aufnahme von Fructose in das Darmepithel schon mal erleichtert. Zudem ist die Fructose in den Pflanzenzellen verpackt und durch die enthaltenen Ballaststoffe in der Aprikose wird die Fructose schrittweise und langsam freigesetzt. Trinkt man im Gegensatz dazu einen Softdrink, der mit Fructose gesüßt wurde, zum Beispiel mit Fructose-Glucose-Sirup, so liegt in diesem Getränk die Fructose in freier Form vor und gelangt auf einem Schlag hochkonzentriert in den Magen-Darm-Trakt, wo sie dann erst einmal Verdauungsbeschwerden und langfristig eben zu den bereits genannten Erkrankungen führen kann. Wichtig ist, warum benutzen viele Fructose, versteckte Fructose, da Fructose 2,5-fach süßer ist als Glucose. Neben gesüßten Getränken enthalten auch Fertigprodukte wie industriell gefertigte Teigwaren, Tiefkühlprodukte wie viele Leitprodukte oder auch vermeintlich gesunde Zuckeralternativen wie Agavendicksaft viel freie Fructose. Jetzt kommen wir aber noch zu einem letzten wichtigen Stoffwechselweg, der erklärt, warum nicht nur die Aufnahme von großen Mengen Fructose, sondern auch von Glucose so schädlich ist. Der Körper ist nämlich in der Lage, Glucose in Fructose umzuwandeln. Das geschieht über den sogenannten Polyolweg. Bei hohen Glucose-Levels wird das Enzym Aldose-Reduktase aktiv und wandelt die überschüssige Glucose in Sorbitol um. Und Sorbitol wird dann anschließend weiter in Fructose umgewandelt. Aus diesem Grund würde es auch nichts bringen, auf Fructose zu verzichten, wenn man das dann dementsprechend mit einem Übermaß von Glucosekonsum wieder kompensiert. Leider ist die Studienlage zu diesem Thema noch sehr dünn und auch die Aussagekraft solcher Studien ist zudem fragwürdig, da es ja noch sehr viele weitere Faktoren gibt, die bei der Entstehung von Krebs eine Rolle spielen. Eine Meta-Analyse aus dem Jahre 2012 hat verschiedene Studien zusammengefasst, die den Zusammenhang zwischen Zuckerkonsum und Pankreaskrebs analysiert haben. Dabei wurde auch speziell auf Fructose geachtet. Und wie man in dieser Abbildung sieht, steigt das relative Risiko an Pankreaskrebs zu Erkrankung mit erhöhtem täglichen Fructosekonsum im Durchschnitt an. Es ist zwar auch eine Studie dabei, die sogar ein vermindertes Krebsrisiko bei erhöhtem Fructosekonsum feststellte, doch die dabei untersuchte Gruppe bestand nur aus
postmenopausalen Frauen über 50 und das ist somit nicht repräsentativ für die Durchschnittsbevölkerung. Anschließend kam diese Meta-Analyse zu der Aussage, dass die Studien vermuten lassen, dass Fructose tatsächlich das Risiko für Pankreaskrebs erhöht. Interessanterweise haben sie aber keinen Zusammenhang zwischen dem Krebsrisiko und dem Konsum von anderen Kohlenhydraten festgestellt. In einer anderen Studie wurde zudem herausgefunden, dass durch den Konsum von zuckerhaltigen Getränken, also darunter fallen unter anderem Softdrinks, als auch Fruchtsäfte, das Sterberisiko erhöht. Obwohl die Studie auch einige Limitationen hat, sieht man doch einmal wieder, wie gefährlich freie Zucker wie Glucose oder Fructose sein kann. Es werden aber einfach noch mehr Studien benötigt, um viele valide Aussagen treffen zu können. Zusammenfassend lässt sich nun sagen, dass Fructose vor allem über den Pentophosphatweg und die De novo Lipogenese wichtige Substrate für das Wachstum und die Zellteilung von Krebszellen liefern kann und bei beiden Stoffwechselwegen gegenüber der Glucose bevorzugt wird. Daher ist es wichtig, übermäßige Fructose, aber natürlich auch Glucosekonsum zu vermeiden, da Glucose auch endogen über den Polyolweg zu Fructose umgewandelt werden kann. Moderate Mengen an Kohlenhydraten sind hingegen völlig unbedenklich. Viel gefährlicher ist es, Kohlenhydrate aus einer Ernährung zu streichen und dafür mehr tierische Proteine und proteinreiche Produkte zu essen. Denn mit großen Mengen Protein liefert ihr den Krebszellen viel Energie. Diese können nämlich nicht nur Fructose bzw. Glucose verstoffwechseln, sondern auch die Aminosäure Glutamin in dem Citratzyklus einschleusen und daraus Fettsäuren synthetisieren, aus denen sie dann wiederum ihre Energie beziehen. Vermeidet also den Schwerpunkt auf einen einzigen Makronährstoff zu legen und achtet stattdessen auf eine gesunde Balance zwischen Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten. Und vor allen Dingen, wenn ihr Obst konsumiert und es auch in großen Mengen trotzdem tun wollt, dann solltet ihr darauf achten, etwas mehr auf evolutionäre Früchte zurückzugreifen, denn viele Früchte sind heutzutage doch sehr stark auf Zucker überzüchtet. Von daher an, Beeren sind immer die allererste Wahl. Danke für deine Aufmerksamkeit. Auf purazell.de könnt ihr mich unterstützen für meine kostenlose Arbeit. Dankeschön für das Like, für das Teilen und für das Kommentieren, vor allen Dingen auch bis gleich auf purazell.de. Ich sag ciao, bis zum nächsten Video.